Da bin ich wieder. Bibi. Danke. Wir müssen einmal neu die Quest synchronisieren. Ich musste einmal ein- und aussteigen, weil ich das Headset gewechselt habe. Okay. So, ich starte Synchronisierung. Perfekt. Very Yay. good. So, ich brauche einmal meinen Bogen. Gleich. Boot? Bogen. Ach so. Willst du nochmal ummoggen? Nur den Bogen, glaube ich. Füße kann ich immer noch nicht. Krieg aber keine Füße. Ich kann das aber keine Füße. Ich bin halt kein Fan von Armbrüsten, obwohl die mega cool aussieht. Ich würde sie auch nehmen, wenn es nicht diesen Bogen gäbe. Ja, müsste halt so Buffy die Vampirjägerin. Piu, piu. Nein. Einfach nein. Nope. Oder hier Van Else, Alter. Das ist die Schwester von Van Helsing. Okay. So, Krone denke ich mir mal wieder auf das hier. Armer. Wieder zufrieden. Very good. War wieder mehr als der Bogen. Ja, das gleiche wieder alles genannt. Nur fast. Nicht alles. Jetzt müssen wir mal gucken. Von hier aus gesehen, würde ich sagen, müssen wir nochmal nach Freimar, da können wir was abgeben bei der Mine. Nimmst du Und mich dann wieder müssen wir da mit? bei Falkenbacht weitermachen. Nimmst du mich wieder mit? Aber sicher doch. Zaubert antike Knochenbuch. Ja, das sind so Erbstücke, die leveln mit. Weiß sogar nicht, woher man sowas kriegt. Die kann man in Unterstadt kaufen, aber die kosten ein bisschen was. Ja, ich habe kein Geld. Ich Alles, weiß. was an Geld rankommt, wird in Fliegen und dergleichen investiert. Erst einmal. Transport und Fliegen. Ja. Ja, Fliegen ist Priorität 1, ja. Ja, Fliegen ist ganz oben und halt mein Bogen. Ja, bis du fliegen kannst, brauchst du den ja dann schon fast gar nicht mehr. Ich will auch fliegen. Aber ich finde es so niedlich, wie du als Drache da so pat, pat, pat lang trabbelst. Ja, es ist so cute irgendwie. Ein Landdrache. Ein Landdrache. Dezent flugunfähig. So riesengroße Flügel und kann nicht fliegen. Zut, zut, zut. Ja, ist immer so, weißt du doch. Je größer die Flügel und so, ne? Irgendwas muss man ja irgendwie verstecken dahinter. Ich dachte immer, Flügel es wäre. wurden Ich dachte. gestutzt. Ich dachte, es wäre, weil du einfach so dick bist. Gar nicht wahr. Und annehmen. Ich glaube, jetzt müssen wir da in die Mine rein. Ah, ne, das ist auch da im Lager. Ihr Level, dann können wir fliegen. Oh yeah. Ich brauche noch drei. Sehen den Typen aus dem Knast holen. Manni ist gerettet. Das mürrische Mammut.
Yo, Manni! Da will was von mir, jemand was von mir. Ich glaube, der war ein bisschen anhänglich. Ja, vielleicht weil dein Pony brennt. Warte. Aua. Jetzt befreien wir. Die ganzen Gegner schon wieder von mir. Kuschen! Ist der Mo. Verfolgnis bekommen, Flauscheinheiten. Nee, geht weg, ihr komischen Schleimer. Schleim, Schleim. Schleimer, die Schleim. Sollen wir anders vollschleimen, aber nicht mich. Wir wollen sich bei dir einschleimen. Nicht. Ich bin ein Wulperer. Das klebt sonst im Fell, meinst du? Ja. Genau das. Kann man wieder sauber lecken. Ja, aber es ist dann auch noch nicht Mittag. Mittagessen gibt's später. Zum Abendessen dann. Ja. Ist doch schon. Ist doch schon 18:30 Uhr. Ja, für einen normalen WoW-Spieler ist jetzt guten Morgen. Ja. Alte für den normalen WoW-Spieler ist jetzt guten Morgen und Instant Raid Time. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich bin aber jetzt einfach raus, euch noch viel Spaß. Ja, danke schön. Und schön, dass du mit dabei warst. Danke, Reno. Hi, Torkax. Dankeschön. Warte. Nein, geh noch so. Ich war noch am Essen. Ich hab grad geträumt, sorry. Schönen Tag auch. Ich war so in meinem Popcorn vertieft. Popcorn gibt's. Können wir gern öfters machen, wenn du Bock hast. Ah! Ja, weil ich gerade die Synchro nochmal neu eingestellt habe. Das ist jedes Mal, wenn ein Gruppenmitglied kommt und geht, so, ne? Okay. Genau, Flamor. Genau. Meine bessere Hälfte hat mir extra Popcorn besorgt. Gesalzen oder süß? Süß. Gesalzen mag ich nicht. Der richtige Popcorn-OG ist salz und süß gleichzeitig. Ja, das stimmt. Ey, das ist mega gut. Und mit Käsenatsch. Mit der Käsenatsch. Die hatten wir schon mal, ja. Das mit den Ersatzteilen hatten wir schon mal. Ja, dann ist das mit der Synchro quasi. Wir müssten quasi die ganze Questreihe dann auch mal von vorne machen. Warte mal, dann können wir die eigentlich abbrechen. Wie ist denn das? Schredderteile. Ja, Schredderteile. Popcorn mit dieser Käse-Nacho-Soße ist halt auch richtig awesome, ey. Achso, die Schälchen kann ich aufeinander packen. Da du das vorhin gemacht hast, hab ich einen Ohrwurm. Ich hab einen Ring. Nein, das singen wir jetzt nicht. Ach Mann. Wir kommen darauf zurück um 22 Uhr. Okay. Ja. Wir müssen uns die Knaller aufheben, meinst du? Ja. Und wir singen das auch nur dann, wenn Fritsch das okay gibt. Mach dir mal. Okay. Mach dir mal. Hey, Ring of Fire kann man doch ruhig singen. Ja, das kann man singen, ja.
Ja, das andere kannst du nachher gerne sehen, habe ich nichts dagegen. And it burns, burns, burns. Ja, genau. Nachher. Nachher darfst du gerne. Und ich gestatte es dir. Ja, irgendwas muss ich ja bieten dafür, dass du hier 24 Stunden mitmachst. Wir müssen hier Schweine töten. Nein! Doch, wie ins Hauspark. Ach, ihr seid auch. Ihr seid auch hier. Hi. Hi. Ah, willkommen. Willkommen, Reisender. Bist du hier der Schweinemann? Welcome, Stranger. Die Schweinchen wurden ausgerottet. Nein, ich bin nicht der Herr Meister von Edgar. Nein, 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 er fliegt ohne mich. Ja, ich sammle die schon mal ein. Komm mir gleich entgegen. Oh Gott, nein. Bötchen muss laufen, schrecklich. Ja, das macht schlank. Warum? Wie nur? Wieso? Ja, das frage ich mich auch. Das ist furchtbar. Eine furchtbare Plage. Aber wenn die so auf den Haufen pullt, geht das recht schnell, ne? Haha! Wir sind vier Leute, die auf die armen Schweine einprügeln. Natürlich geht das schnell. So arm sind die gar nicht, die sind voll dick. Die haben genug zu essen. Ich glaube, hier ist schon alles irgendwie tot, oder? Boah, noch ein Blut. Ja, hier auch. Drei, glaube ich. Gucken, vielleicht gibt's da vorne. Woher kamen noch ein paar? Wein! Zumindest finde ich das gerade. Ach ja, da. Gut proben. Nur eins? Drei brauche ich. Oh, hier sind noch mehr. Hat kein. Und da sind drei. Ja, ja. Nimm ihn. Das sind immerhin drei. Also mehr als eins. Wenn alle drei das haben, was ich will, dann. Ist perfekt. Das müsstet ihr aber jetzt kurz nochmal nachrechnen. Wollen wir jetzt keinen Fehler machen? Nee, war Mann. Nur einer. Ach, komm. Lakshmi doch. Was? Wo ist Lakshmi? Ja. Lakshmi doch. Lakshmi. Lakshmi doch. Norden wurde ein Schwein gesichtet. Alte Legenden berichten, es wird bald sterben. Und so starben die Höllen-Eber aus. Ja, und immer noch nicht. Ach, leck mich. Leck mich fett, ey. Die sind dann schon ausgetrocknet. Ja, ich merke das schon. Von wegen, da ist viel dran. Ah, hier, den kann ich noch einsammeln, du wahrscheinlich auch. Viel dran ist, nur viel drin nicht. Oh ja, einen Bräu noch. Schimpf vor sich hin. Mal gucken. Bin die Killer-Rakete vom Dienst. Whee! Das sind Geier. Das sind nur Fassschweine. Das sind Flugschweine. Das eins. Hey, ein einsames Bulle Gesöllleberchen. Wie viel Leben bist du, möchtest du mir geben? Spiel? Ja. Hm, immer noch nicht. Ja. Haben wir die aber auch wirklich fast alle ausgerottet, du. Die habe ich schon gemacht, glaube ich. Ich weiß ja leider nicht mehr, welche ich schon gemacht habe und welche nicht von den Missionen, ey, so langsam. Ja, es liegt, wie gesagt, an der Synchro. Oh. Alle Schweine tot? Ja, scheint so. Das ist im anderen. Oh, ich habe schon die erste Mission vom anderen Gebiet gekriegt, schon. Ja, die kriegst du im letzten Posten da hinten, wo da waren wir auch schon mal. Da ja. Gibt's ein paar für drüben. Für Zangamarschen. Oh ne, Adler. Wollen nicht einfach ein paar Geier boxen und warten, bis die Schweine wiederkommen? Das ist doch alles ein Popo lecken. Nee, ich will mein Schwein haben. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das nehme ich den persönlich. Übel. Also wenn die Wesen fliegen könnte, dann könnte ich von oben beobachten. Ich kann ja nochmal zum Teufelsherrscher rennen.
Ja, frag den mal, vielleicht weiß der Bescheid. Hey, vielleicht kann ich den jetzt killen mit 26. Einfach so fährst. Wert. Ich hab keine Handzeichen, aber. Oi. Schweinchen. Oink, oink. Ey, das gibt's doch nicht. Da! Oink, oink. Rauft auf diese. Nein, immer noch nicht! Mir fehlt ein verdammtes Drecksding, ey. Mann. Oh. Hey, das ist doch zum Mäusemelken. Ich dachte gerade, du willst einen Teufelsäscher. Ich weiß ja mehr. Soll ich mal nachfragen? Warte mal. Kannst du mich überhaupt wiederbeleben? Ich soll eine gute Aussicht haben von da oben. Kannst du mich wiederbeleben? Dann. Ich kann wiederbeleben, ja. Oh, oh. Ich glaube, da sind jetzt schon 4 oder 5 Hitze. Plus Geier. Okay. Plus Geier, ja. Er wusste leider nicht Bescheid. Er hat es mir leider nicht sagen können. Er ist ein bisschen daneben gelaufen. Dezent. Ganz vage. Erstmal hier den Beifang loswerden. Och, alles gut. An mir laben sich schon die Fliegen, aber es fand schon. Vielleicht sind da jetzt ein paar Schweinchen da. In nomine Patris, Spiritus Sancti, Amen. Amen. Hui. Oh, Geier. Ah, so. Ich würde sagen, aus Frostbox mal sie jetzt weg. Nee, ich suche das Schweinchen. Ich will die Misere hinter mich bringen. Aber so funktioniert die Gerechtigkeit von WoW. Du wirst vom Hecher kaputt gehauen und dafür müssen irgendwelche Geier sterben. Ey, Schweinchen sind respawned. Ja! Geil! Siehst du? Für den Tod eines Sensors. Ja, man muss Tribut zahlen für die Götter, ja. Ja. Siehst du? Genau das. Nimmst du mich wieder mit? Ja, aber ich muss irgendwo einen Wein kaufen. Sehr schön. Da läuft der Tussi auf dem Weg entlang. Die muss man suchen. Da läuft einfach mal so eine Tussi, ne? Such die mal. Ja. Die läuft von Falkenwacht Richtung Dings hier. Nächste Gebiet, Zangamarschen. Ja, da war ein weiter Weg. Da auf dem Weg gondelt die rum. Ich hoffe, ich kriege endlich mal Schuhe, ne? Die sind nämlich immer noch Gegenstandsstufe 5. Tschüchchen? Ich hab die ganze Zeit so nicht einen einzigen Schuh gekriegt. Ich warte auf Schüchchen. Aber irgendwie. Da habe ich mittlerweile. Nee, das ist Platte. Ich krieg nur Platte. Ja, musst du Plattfüße machen, dann geht das. Wobei mein Inventar auch schon wieder mehr als voll ist. So, wo ist die komische Dame? Du musst hier irgendwo sein. Durch. So. Huch. Die redrige Sonne wird uns leiten. Tötet nicht. So. Nein, ich tröde nicht. Das kann alles weg. Das weiß ich. Ist größtenteils Platte oder brauche ich einfach nicht. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Ja, die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeitsliga. Die Liga der Gerechten. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Hallo. Hi. Servus. Leb wohl. Also, die muss hier irgendwo sein. Vor diesem Wein. Ein stark alkoholisches Getränk.
Also ich habe direkt hier im Keller neben mir 5 Weine stehen. Wenn du einen willst. Ich bin ein Rotweintrinker. Okay, ja gut, dann haben wir ein Problem. Wie, du hast keinen Rotwein? Ich habe tatsächlich keinen Rotwein. Ich habe Rosé und ich habe Weißwein. Und ich habe einen Likörwein. Das ein bisschen was drin. Einen Likörwein habe ich. Likör? Ja, Likörwein. Ist ein griechischer. Ich hätte einen ganz normalen Likör, einen Haselnusslikör. Geil. Nüsschen. Nüsschen sind geil. Ein Küsschen auf Nüsschen. Nein. Nein, wirklich nicht. Nein. Nee, du. Da passe ich. Aber ganz gewaltig. Ja, kriegt man spontan. Ich bin jetzt einmal hier lang gefahren, aber die Händlerin ist hier näher so. Bin ich blind? Ja, das ist so ein typisches Ding, wo man suchen muss. What? Wir müssen eigentlich die Quest auch langsam haben, oder? Das ist eine gute Frage. Was haben wir denn hier noch? Auch hier ins Geheimnis kommen hier noch ab. Na, und so. Jetzt wisst ihr alle Bescheid. Was muss ich denn hier machen? Wo muss ich hin? Kannst du mir abgeben? Du musst zu mir kommen. Wo bist du? Zu den Typen hier vorne. Überzeugen. Oh, ich überzeuge erstmal den Höhleneber. Oh, das hat für mich mitgezählt. Ja, wunderbar. Glaube ich. Ja. Bleibt wachsam. Ich habe eine neue Fähigkeit. Ich auch. Leitet eure erzeugte Bedrohung auf das ausgewählte Gruppen- oder Schlachtzugsmitglied. Effekt beginnt mit eurem nächsten Angriff innerhalb von. Okay. Das heißt, wenn ich Aggro habe, kann ich es zu dir schicken, oder wie? Ja, oder wie genau. Funktioniert das? Genau so kannst du es vorstellen. Du drückst auf das Ding drauf und die nächsten Angriffe, die du machst, da geht die Aggro zu jemand anders. Zum Beispiel zu mir. Ja gut, das wäre ja natürlich immer bei dir, leider. Ja. Also, nein, ich habe mein Herz auf Kitty, dann geht's auf Kitty. Ja, erstmal auf mich klicken. Ja, so Späße gibt's natürlich immer gerne. Trommelwirbel, die Halbzeit naht. Stimmt, Darky. Stimmt, wir haben gleich Halbzeit. Geil. Hey, noch mal so viele Stunden. Ja, wir haben ungefähr. Wie viel haben wir geschafft von dem Gebiet jetzt hier? Hälfte. Ja. Wir sind halt gründlich, ne? Da ist nichts mit Verlängerung, Darky. Da gibt keine Verlängerung. Bei diesem 24er gibt es diesmal keine Verlängerung. Kein Aufwärtsheim. Habe ich einmal gemacht. Das war nicht gut. Das war nicht gut, ne. Achso, szenarischer Geistertropfen. Bist du da sicher? Ja, ich glaube, den kriegt man im nächsten Gebiet. Ich war erst am Überlegen, ob ich das tatsächlich mache. Aber nur, sofern meine HP-Last da unten, die ihr seht, runtergeht. Aber ich hab ja gedacht, nee, ich mach's doch nicht. Weil ich glaube, länger als 24 packe ich nicht. Ich bin froh, wenn ich um 6 Uhr noch halbwegs gerade sitzen kann. Also nein. Nein. Nein, wirklich nicht. Es sei denn, da gehe ich aber mal nicht von aus, dass ich richtig, richtig Bock danach noch weiter hab. Und nicht müde bin. Aber wie gesagt, da gehe ich nicht von aus. 24 reicht vollkommen. Da bin ich mehr als bedient mit. So, was muss ich jetzt hier machen? Das ist auf jeden Fall so Dinge. Also den Wein, ja, den Wein müssen wir auch noch holen. Ach ja. Ja, wir müssen ein kurzes anderes Gebiet. Ja, ich bin der Meinung, den gibt es im anderen Gebiet, den szenarischen Wein. Aber wir müssen auch auf jeden Fall auch irgendwann so eine Tussi auf dem Weg finden. Die ist so richtig scheiß, weil die mal hin und her läuft. Er weiß ganz genau, was ich will. Ja. Ja, ist halt einfacher. In der Zeit kann ich mich dann halt auf den Chat konzentrieren. Ja, wir müssen leider noch eine Quest annehmen. Oh, okay. Schade. Ach nee, ich hab's schon.
Der Sieg ist nah. Sehr schön. Wo gehen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen hier in die Schlucht als erstes. Das hier direkt nebenan. Ich folge dir. Weil dann haben wir die Karte so nach und nach von rechts nach links. Hier schon quasi abgearbeitet. Nach rechts. Nee, von vorne nach hinten, von links nach rechts. Von vorne, von hinten nach links, nach rechts. Ne? Und so. Bescheid. Hoch. Oh, da ist ein Beutelchen drin. Oh, ich habe jetzt die Fähigkeit bekommen, untote Fesseln. Ja, die ist gar nicht so unwichtig, also das kann man schon häufiger mal brauchen. Also, solange es ein Untoter ist, ne? Ja, ich glaube, da geht sogar noch ein bisschen mehr. Später sind es, glaube ich, auch Dämonen oder so. Ui, meine Dingensfähigkeit kann nicht mehr. Wo packe ich mir die denn jetzt hin? Packe ich mir da hin. Ich kann meine untere Leiste nicht damit zupacken. Falls ich noch Angriffsdinger kriege. Oh, ich habe gar keine. Ich bin ja zwischendurch gestorben. Ich wundere mich, dass ich meine Wildtiere nicht habe. Und die sind doch da? Ja, jetzt? Ja, haben sie sich auch wieder beschworen. Sind die kurz ausgebüxt? Ja, sie sind mir abhanden gekommen, als ich gestorben bin. Wollen wir mal ins gute Stübelein? Ich komm gleich. Ach, hast du da noch was angelacht? Ja. Aber auch sehr gut, ja, die Alpha-Dinger brauchen wir ja auch noch. Ja, deswegen dachte ich mir, okay. Mach weg. Mach weg das Ding. Ab. Ja, jetzt sind wir hier durch. Boah, ich liebe es, wenn die Blutelfe diese Wirbel macht. Auch wenn ich mich frage, wie man so springt, aber... Ja, das musst du, glaube ich, einen Skateboarder fragen. Wie so ein, ne? 360 um sich selbst. Machen die doch auch. Ja, Entschuldigung, falsches Mount. Wenn du mich nicht mit dem willst, alles gut. Alter, ernsthaft Halbzeit. Nochmal 12 Stunden. Ja, ich habe jetzt auch den ersten Energy angebrochen. Ja. Ja, zwischendrin gibt's einen Wein. Der pusht dann auch nochmal. Das ist eigentlich, glaube ich, die ganze Flasche, aber das wird heute nichts. Eines Höllennebers. So, hier müssen wir Vögelchen retten. Oh.
Erste von 6 Blutproben. Oh. Er verdeckt. Da hinten. Oh. Schön. Wie viel wollen sie looten? Ja. Ja, ich hab ne Rolle. Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen, rollen. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling. Rollen, rollen. Und wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was das machen wir? Wir schwimmen, 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 schwimmen. Hey, du alter Schmollmops. Baladash. Malalore. Oh, Begleitquest. Sehr nice. I had it. Aber wir müssen hier, siehst du hier diese Eier in diesen Nestern? Die müssen wir anklicken und dann schlüpft ein Küken. No. Und wenn es ein Weibchen ist, dann müssen wir es einfangen. Das ist ein Weibchen. Da, das ist zum Beispiel so ein Weibchen, das müssten wir jetzt fangen. So eine Kiste haben wir da. Ewig. Tada. Hat das für dich mitgezählt? Nee, aber das ist nicht so schlimm. Gibt genug hier eigentlich. Okay. Oh, direkt das nächste Nest. Perfekt. Ja, das ist das Tolle an Begleitquests. Die rennen immer wieder zurück, wenn sie im Kampf waren. Mhm. Wundervoll. Ja, alle rollen. Oh ja, Schriftrollen. Mhm. Läuft richtig gut. Ich will eigentlich einfach nur in die Zanger marschen. Ich will endlich meine neuen Viecher. Es ist gar nicht mehr so viel, was wir haben. Wir müssen noch Felshetzer töten. So einen komischen Stein-Golem-Dinger. Ich glaube, dann haben wir alles. Ja, geht um die Kapitel. Ja, meine ich ja auch. Also das Kapitel, was wir jetzt haben, ist eins. Dann die Steingolem-Dinger ist auf jeden Fall eins, die Felssetzer ist noch eins. Und fehlt noch ein letztes, glaube ich. Das müsste aber schon der Übergang zum Zangarmarschen sein. Mit dem Zangarmarschen muss ich auch ein bisschen überfliegen. Weil da habe ich nicht mehr gelesen. Ja, ich kann ja auch vorlesen. Können wir uns ja abwechseln. Okay. Hältst du denn davon? Und Kitty kann auch, wenn er will. Was? Vorlesen. Das finde ich einfach zu lesen, das dauert ewig. Ja, bei mir auch, aber Abwechslung klingt gut. Nee, wie gesagt, Zangamaschen habe ich noch gar nicht gelesen. Oh, der NPC wird angegriffen. Oh no, die kriegt auch so viel Schaden. Das ist so gefährlich, sie wird gleich sterben. Ja. Zangamaschen ist sogar relativ interessant, was da passiert. Echt? Ja. Das ist sehr, sehr interesting. Für Elfen vor allem. Denn, wie wir natürlich alle wissen, die Naga waren ja früher alle mal Elfen. Ja. Ich muss auch unbedingt die Bücher weiterlesen. Hab bin ich ohne Grund das Buch von Sylvanas verkauft, beziehungsweise geholt. Oh ja, das klingt gut. Ich also, wie weit bist du bei den Chroniken? Hä? Wie weit bist du bei den Chroniken? Die hast du ja auch noch geholt, oder? Ich habe die Chroniken und ich habe Krieg der Ahnen, alle drei. Krieg der Ahnen bin ich irgendwo bei der Mitte. Bin ich gerade, wo dieser Ork, glaube ich, gerade gerettet wurde. Das habe ich schon gemacht. Meine Kette hat sich ja einmal komplett verhakt.
musst. Nein, ich würde nicht mehr gern den Trainer töten. Bei den Chroniken. Ich glaube, die. Doch, bin ich schon bei den Drachen? Ich glaube, es war sogar schon von den Drachen der Rede. In diesen fünf. Von den Drachenaspekten? Ja. Ich meine, da müsste ich irgendwo sein. Sicher bin ich mir aber nicht. Es kann auch sein, dass ich nur schon mal angeschnitten habe, dass da was war. Irgendwo da müsste ich sein. Ja, am Anfang werden sie ja erstmal erschaffen. Und dann später kriegen sie ja nochmal Power. Naja, ich glaube, ich bin bei der Erschaffung. 100%, ich weiß jetzt nicht. Das Buch liegt oben. Neben dem Bett. Auf dem Schreibtisch. Ja, gerade das mit den Drachen ist ja fürs nächste Addon sehr interessant. Also es wird sehr wahrscheinlich. Ja, deswegen freue ich mich eigentlich sogar schon drauf, aber ich muss halt weiterlesen. Galakrond wird, glaube ich, is coming back. Sag's dir. Ihr habt das zuerst gehört. Das Schlimmste ist, hier kann ich halt einfach nicht so mitfiebern mit den neuesten Addons. Wie es jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy kann. Weil. Ich weiß so noch. Der Story-Hintergrund fehlt ein bisschen, ne? Aber das, und zum anderen, ich habe halt auch natürlich die ganzen anderen Addons von mir gespielt. Und bei FF, jetzt bei dem neuen Patch, ich habe vorher gesagt, als Endwalker zu Ende ging, der andere Patch losging, hundertprozentig wird der Patch ähnlich oder viel mit Final Fantasy 4 zu tun haben. Hat es. Und ich liebe es. Ich liebe es einfach nur. Ja, was bei Final Fantasy gut ist, man wird ja so ein bisschen gezwungen, das halt auch chronologisch durchzumachen. Ja. Das stimmt. Und da kannst du es ja fast nicht anders sein, du skippst. Ja, du kannst es eigentlich fast nicht falsch machen. Wenn du es irgendwie falsch machst, dann ist das ein Wunder. Weil wir können dir noch eine ganze Menge abgeben, auf jeden Fall. Ja, ich war am Überlegen, ob ich das oben oder erst unten mache, aber. Das ist, glaube ich, egal, wie rum. Ja, ich laufe lieber einmal hoch, anstatt dass ich unten bin und dann wieder hochlaufe. Der Weg runter ist immer einfacher. Okay, das zählt wohl für uns beide. Nee, ich glaube, du musst warten, bis die fertig ist mit ihrer Munition. Ach komm, ach nee. Das ist doch gemein, ey. Ja. Dann stell dir mal vor, das ist auf so einen richtig schönen vollen Classic-Server, wo Alter. 20 Leute an einem Questgeber stehen. Boah, Alter, ich glaub, dann hätte ich instant ausgemacht. Anu Belo, der Gegner. Aber das gab's halt wirklich, so ist es halt auch gewesen. So hat es sich wirklich zugetragen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. True Stories. Whee! Spring in den Tod! Für Saruman! Oh Gott. Ja, die hab ich auch schon gemacht. Ich geh mal heim, bevor ich nochmal irgendwo runterknalle. Die finstere auch schon die Mission mit der Expedition der Cenaris oder Cenarius? Nee, noch nicht. Nee. Also bei Expedition Cenaris ist schon Zangamarschen. Ah, weil ist das Städtchen. Völkchen hat sie auf jeden Fall schon. Bei mir ist hier noch das weil Ding. Wir haben schon einmal die Bescheid geben Quest. Ja. Aber ich würde vorschlagen, dass wir die am Ende machen. Ja. Der Typ ist doch da nicht da drin. So, was haben wir noch? Weg kennzeichnen? Rolle der Vergeltung. Achso, das können wir hier im Lager machen, ne? Ja, dafür müssen wir sie aber erst alkoholisieren, sonst können wir es nicht machen. Was? Was? Das mit der Rolle der Vergeltung. Achso. Doch, das geht. Echt? Müssen wir das nicht bei der Dame machen? Hey! Man muss man das mit dem machen. Ich wurde allein gelassen. Müssen wir mal kurz nachlesen. Nee, die ist für Vera vorbereitet und dafür muss sie erst alkoholisiert sein, weil sonst kannst du es nicht benutzen. Ist die sicher? Benötigt, abgesichert, weil
Ja, ich dachte mir, hier. Ah ja, du hast vollkommen recht, ja. Lebt wohl. Ja, die muss ja synchronisiert sein, dann läuft die weg und dann benutzt du das. Gut, dann machen wir erstmal was anderes. Dann arbeiten wir uns, sag ich mal, Richtung Zangamarschen vor. So. Welche Pflicht eines Pilgers haben wir noch? Das ist, glaube ich, wieder da bei den Geiermenschen. Jo. Klingt gut. Yay! Die Geiermenschen. Sie heißen Arakor. Vergisst man immer gerne. Diese Hörner. Also komplett in Blau und dann kommen die Hörner. Knallig rot. Ey, hier so ein Felshetzer kannst du ja auch zähmen. Ja, die will ich aber nicht. Ich will was Hübsches. Hol mir doch keine so hässlichen Viecher. Was? Sag das dem mal ins Gesicht. Hab ich gerade, kurz bevor er gestorben ist. Kurz vor seinem Tod. Das ist eine Quest, die ich schon gemacht habe. Lekomio. Nee. Zeit ist Gold. Naria Shola. Was hat der vor? Das Steckenspiel. Die Signale. Juhu, ich habe endlich andere Schuhe. Ja, oh. Frau von Welt braucht natürlich Ausrüstung im Schuhschrank. Ja, das sind die ersten Schuhe, die ich seit Anfang an gekriegt habe. Das waren noch Schuhe von der Insel. Oh ja, das ist schon eine Weile her. Stufe 5. Ich habe 12 Stunden gebraucht, um Schuhe zu kriegen. Ich hatte immer nur Plattenschuhe. Mit Platte kann ich nichts anfangen. Nee. Ja, das liegt daran, Plattfüße, ne? Dann geht's. Oh. Werde hier gemobbt. Gar nicht wahr. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Naja, eigentlich mobbt er sich selber, weil er trägt Platte. Richtig. Ja, hast du schon mal die Füße vom Troll gesehen? Ich glaube, das will sie nicht. Nee, ich will nur die riechen. Ich habe auch nur 2 Zehen. Das ist wie so ein Kamelhufe. Vielleicht stammst du ja vom Kamel ab. Du als Elf müsstest leise sein, du stammst von Trollen ab. Ja, aber aus mir ist ja wenigstens was Besseres geworden, aus meinem Volk. Ja, das stimmt. Wir können uns wenigstens noch im Spiegel angucken. Ey, wir sind in der Entwicklung stehen geblieben, aber wir sind glücklich. Ich glaube, wären diese Hauer nicht, wäre das auch alles ein bisschen anders. Ich hauer, bin hauer. Klein, ich bin putzig und ich bin niedlich. Ich bin ein Wulperer. Und gehst in komischen grünen Sümpfen unter. Ja. Oh. Bei mich trinkt niemand. Ich hätte das gern vorhin gesehen. Wie so ein kleiner Fuchs da durchschwimmt. Geht ja, ihr wart ja schon da fertig und seid weggegangen. Er ist ja komplett untergegangen. 2 Level noch, da können nicht fliegen. So, wollen Sie jetzt hier mal das Olympiafeuer anzünden? Sehr schön. Ach ja. So, 1 brauchen wir noch. No.
Ach komm.